Hallo, ich sitze hier gerade im Garten meiner Eltern. Ich hoffe, es ist nicht zu windig. Da kommt er schon wieder. Ich werde euch heute einfach nur einen kurzen Gruß senden. Hi, es ist wunderschön draußen. Geht raus, geht mehr raus. Und dann habe ich eine kleine Info für euch, weil ganz viele jetzt von euch, die die Schülerkalender gekauft haben, langsam nervös werden und wissen wollen, wann die nun kommen und so weiter. Und ich habe die ganze Zeit noch nicht so richtig Infos rausgeben können, weil ich noch nichts Genaues wusste. Aber heute habe ich, deswegen gibt es heute dieses kleine Infovideo. Keine Sorge, Vlog und Video und so weiter gibt es trotzdem diese Woche alles. Ich wollte das nur erstmal hier hinpacken, weil ich weiß, viele werden nervös und ich will nicht, dass ihr nervös seid. Die Schülerkalender sind gedruckt und sind jetzt gerade bei der Buchbindung und kriegen abgerundete Ecken und all diesen Kram und sind also sozusagen in den letzten Zügen und die Druckerei hat uns versprochen, dass sie nächste oder übernächste Woche geliefert werden sollen. Das heißt, wir können nächste oder übernächste Woche dann anfangen zu versenden. Der Versand ist vorbereitet, die sind bereit, die stehen in den Startlöchern. Wenn die Schülerkalender also geliefert werden, geht es sehr schnell mit dem Versand. Das heißt, ihr solltet nicht mehr allzu lange warten. Alle geben sich große Mühe, dass es super, super schnell geht. Aber wir wollen natürlich auch, dass sie am Ende gut aussehen und eine gute Qualität haben und so weiter. Ich kann es kaum erwarten. Ich freue mich tierisch auf diese Kalender. Ich habe momentan so ein bisschen das Gefühl, ich werde, glaube ich, auch anfangen, vielleicht diesen Schülerkalender zu benutzen, weil ich einfach diese Wochenübersicht so schön finde. Ich weiß auch nicht, ob mir der Platz reicht, aber ich will es probieren. Es gibt... Der Spaß, wenn man draußen filmt. Es gibt immer mehr Leute, die auch dieses Jahr wieder fragen, ob die Kalender signiert werden können. Das ist auch dieses Jahr super schwierig für mich, weil ich dann theoretisch zwei Bestellungen aufmachen müsste. Einmal signierte, einmal unsignierte Exemplare. Und weil ich sie nicht selber versende, ist das ein bisschen schwierig. Das heißt, es wäre ein zusätzlicher Arbeitsschritt für die Leute vom Vertrieb und am Ende für alle teurer. Und ich finde, das ist es nicht so richtig wert. Und alle einfach zu signieren will ich auch nicht, weil nicht jeder eine Signatur von mir in seinem Kalender haben will, was ich absolut verstehen kann. Aber ich habe überlegt, vielleicht kann ich einfach so ein paar Meetups organisieren. Ich bin ja doch viel in Deutschland unterwegs, Österreich vielleicht auch nächstes Jahr noch, ich weiß es nicht. Aber immer wenn ich weiß, dass ich irgendwo bin, kann ich ja mal gucken, ob ich eine sichere Lösung für uns finde, uns zu treffen. Ihr wisst ja, dass ich nicht so ein Typ bin, der sagt, hey, lass uns um 12 am Alex treffen, weil ich da keine Sicherheit gewährleisten kann und am Ende, auch wenn wir eine gute Zeit haben, möchte ich natürlich, dass wir alle sicher sind und dass da niemand uns was tun kann, weder mir noch euch. Und von daher, ja, passiert das nicht. Aber ich überlege mir einfach mal was und gucke mal, was ich machen kann. Und es gibt bestimmt irgendwie eine Lösung. Noch sehe ich sie nicht, aber wir kriegen das irgendwie hin. Was ich nicht machen kann, ist, mich mit jedem Einzelnen zu treffen. Dann bin ich, glaube ich, bis übernächstes Jahr beschäftigt und dann haben wir vielleicht schon den nächsten Kalender. Von daher ist das keine Option. Aber nur, dass ihr wisst, ich arbeite dran. Ich weiß, dass sich das einige wünschen und ich weiß, dass einige Lust haben, einfach mal einen Kaffee mit mir trinken zu gehen und ich gucke mal, was ich da machen kann und welche Lösungen ich so finde. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Meine Mami hat heute Geburtstag, die ist aber krank, die liegt im Bett. Meine Omi hatte gestern Geburtstag, wir hatten eine wunderschöne Zeit. Ich werde das Ganze jetzt schneiden und hochladen, damit ihr gleich die Info habt und keiner nervös sein muss, denn das ist auch nicht der Sinn der Sache. Der Kalender wird definitiv rechtzeitig zum Schulbeginn da sein für alle, auch wenn ihr in einem Bundesland Schule habt, die sehr früh starten. Wir haben das auf dem Schirm. Keine Sorge, Freund Fritz hat das sehr, sehr gut auf dem Schirm. Genau, das war es auch schon von mir. An mir krabbelt ein winziger kleiner Käfer hoch. Okay. Wenn ihr irgendwelche Fragen zum Kalender habt oder irgendwas euch noch einfällt, dass die Adresse sich verändert hat oder irgendwas dergleichen, schreibt mir gerne an shop@ellathebee.de. Bitte nur da, weil ich es sonst einfach nicht sehe. Sonst geht es unter. Schreibt mir nicht bei Instagram Messages bitte oder tweetet mir oder so. Es ist am einfachsten, mir wirklich an die E-Mail-Adresse zu schreiben. Dann kann ich das alles Stück für Stück abarbeiten und jeder kriegt möglichst schnell seine Antwort. Falls ihr so ein kleines bisschen enttäuscht seid, dass das jetzt hier kein Vlog ist, guckt euch bitte das Video von letzter Woche an, den Amerika-Vlog. Ich weiß nicht, jeder steht auf Reisevlogs, aber ich habe so viel Arbeit und Liebe da reingesteckt. Und alle, die es bis jetzt angeguckt haben, waren begeistert und haben sich so richtig mitgenommen gefühlt. Das heißt, ich verlinke euch das Ganze hier nochmal, falls ihr darauf Lust haben solltet. Mich würde es freuen. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Passt auf und wir sehen uns morgen spätestens. Bis dann. Tschüss.